Unter unseren Füßen verbergen sich wahre Schätze. Nicht nur antike Gegenstände, auch Rohstoffe wie Erze oder Wasser sind begehrt. Um diese Schätze aus dem Untergrund zu fördern, muss man ihre Lage kennen. Hier helfen geophysikalische Methoden, wie die Geoelektrik. Materialien leiten Strom unterschiedlich gut. Das heißt, sie haben einen spezifischen Widerstand. Metallische Erze oder wasserführende Gesteinsschichten sind zum Beispiel sehr gute Leiter. Die Geoelektrik macht sich diese Unterschiede zunutze. Geowissenschaftler speisen elektrischen Strom über eine besondere Apparatur in den Boden. Der im Untergrund fließende Strom erzeugt ein elektrisches Spannungsfeld, das man an der Oberfläche messen kann. Die Ohmsche Formel besagt, dass die elektrische Spannung das Produkt aus Stromstärke und Widerstand des Stromleiters ist. Da die Wissenschaftler die Stromstärke selbst vorgeben und die Spannung messen, können sie den Widerstand des Stromleiters berechnen. Der Abstand der Spieße beeinflusst, wie tief die Spannungsmessung reicht. Darum nutzen Geowissenschaftler mehrere Messpunktabstände. So bestimmen sie den Widerstand in verschiedenen Tiefen. Durch die geschickte Anordnung der Messpunkte können sie sogar ein 3D-Bild von der Verteilung des Widerstands erstellen. Rohstofflager, Wasserspeicher oder sogar archäologisch interessante Artefakte können so genau lokalisiert werden.